Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Heute soll es um die Pack-Animation in FIFA 20 gehen. Das Ding ist, die Pack-Animation ist relativ lang und ich werde euch heute, ich will mal sagen, ein paar Hinweise zeigen, wie ihr schon vorher seht, was im Endeffekt im Pack drin ist. Ich meine, ist natürlich, gerade wenn man viele Packs aufmacht, da will man dann vielleicht schon vorher wissen, lohnt sich das jetzt 15 Sekunden Animation zu gucken oder sollte man das lieber skippen? Leute, die vielleicht 1, 2, 3 Packs aufmachen, ist jetzt nicht so interessant. Aber für die, die mehrere aufmachen und das gerne wissen wollen würden, beziehungsweise für einige ist es dann auch so ein kleiner Kick nochmal extra. Ich meine, wer kennt es nicht aus den alten Pack-Animationen? Damals, was war es, FIFA 16 oder 17? Wo es diesen Ruckler dann gab. Und du wusstest, ah, okay, der Ruckler ist da, das heißt ein Walkout. Das gibt auch nochmal so einen extra Kick, würde ich sagen. Und auch für die Leute ist es vielleicht interessant. Aber im Großen und Ganzen natürlich auch, es spart Zeit. Für die Leute, die viele Packs aufmachen, da musst du dir ja nicht 15, 20 Sekunden angucken für Non-Rare. Alles klar, deswegen gehen wir heute alles durch. Wie erkennt man eine Non-Rare, eine Nicht-Non-Rare, ein Boardspieler, Walkout etc. pp. Alles klar? Ich möchte noch was zu Access sagen. Natürlich kann man damit auch in EA Access Zeit sparen. Zum Beispiel, ihr seht schon hinter mir, ist jetzt kein großes Geheimnis, wie man erkennt zwischen Non-Rare und Rare. Das heißt, das erkennt man relativ schnell. Da könnte man dann natürlich sofort skippen. Allerdings, ich empfehle euch nicht, ihr könnt gerne Points verziehen, wenn ihr das möchtet, in der Access-Phase, aber nicht an der Konsole. Weil an der Konsole die Zeit sollt ihr nutzen, diese 10 Stunden, für Spielen. Ihr könnt Points aufladen, wenn ihr das wie gesagt wollt, und die in der Web-App öffnen. Dann wastet ihr nämlich nicht die Access-Time, die ihr habt. Klitsch hin oder her, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Da hat man dann eventuell Unlimited Time und kann dann natürlich auch Packs an der Konsole aufmachen. Ich werde es natürlich nur an der Konsole machen, keine Frage. Weil bei mir gibt es erstmal eh nur Packs, Packs, Packs. Aber ansonsten solltet ihr vielleicht nur die 10 Stunden ordentlich nutzen wollen. Da werde ich auch noch was im der perfekte Startvideo zu sagen. Dann solltet ihr die Packs in der Web-App aufmachen und nicht an der Konsole. Weil sonst wastet ihr natürlich die 10 Stunden. So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir direkt rein und ihr seht schon hinter mir. Die Türen direkt zum Start. Wir gucken uns das auch noch in Videoform an. Jetzt erstmal in Bildern, weil man es da besser sieht. Aber die Türen sieht man ja direkt zum Start. Und dann seht ihr direkt, ob es ein Rare oder ein Non-Rare ist. Und ich will mal sagen, das ist erstmal schon mal das Wichtigste zu wissen. Bei einem Non-Rare habt ihr neben diesem Pack glatte Seiten. Da ist alles glatt. Und auf der anderen Seite, bei einem Rare, habt ihr diese Treppe. Neben dem Pack, will ich sagen. Das heißt, das ist ziemlich eindeutig und ziemlich gut zu erkennen. Die anderen Hinweise jetzt gleich, da könnte es teilweise ein bisschen tricky werden. Weil das Ding ist, die Pack-Animation ist mit ganz viel Licht und es ist relativ schnell. Und ja, das kann, ich würde mal sagen, ein bisschen erdrückend wirken. Aber wenn man weiß, auf was man zu achten hat, geht es eigentlich relativ gut. Auf jeden Fall, das ist erstmal das Wichtigste. Ihr erkennt den Unterschied nicht zum Beispiel an schwarzen Türen. Weil schwarze Türen, wie es auch da drunter steht, teure Packs, aka Promo-Packs. Muss jetzt nicht unbedingt ein teures Pack sein. Kann vielleicht dann irgendwann, gibt es vielleicht mal 3,5K-Packs. Aber anscheinend sind die schwarzen Türen für Promo-Packs. Also das hat nichts damit zu tun, ob der Rare ist, ob der eine Walkout ist. Natürlich kann auch eine schwarze Tür ein Walkout sein, wenn du in dem Promo-Pack halt ein Walkout siehst. Aber achtet auf keine Farben oder sonst irgendwas. Achtet einfach auf dieses Treppenmuster. Nächstes Bild. Die Kamera, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Bild, könnte man jetzt erstmal sagen, ja, ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschossen. Ihr seht es hier am Konfetti. Der Konfetti-Regen ist am gleichen Punkt. Das heißt, es ist der gleiche Zeitpunkt der Pack-Animation. Aber ihr seht unterschiedliche Kamerawinkel. Der linke Kamerawinkel ist weiter rausgezoomt. Da seht ihr sogar noch hier die Türrahmen. Beim rechten wiederum seht ihr nur noch die Wände. Obwohl, wie gesagt, das bei diesem Pack-Opening zum gleichen Zeitpunkt geschehen ist. Das heißt, wenn diese Kamera weiter rausgezoomt ist, sozusagen mehr Weitwinkel hat, weiter hinten ist, dann habt ihr einen Boardspieler. Boardspieler sind die, wo es dann bis aufs Feld geht und das Board dann erscheint. Weil bis aufs Feld gehen nicht nur Walkouts. Sondern auch Boardspieler von 83 bis 85 zum Beispiel. Die gehen auch aufs Feld. Alles klar? Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Rare habt, das heißt, ihr habt dieses Treppenmuster hier, habt ihr erkannt.
aber habe dann wiederum nur diesen engen Kamerawinkel und eben nicht diesen weiten Kamerawinkel. Dann könntet ihr prinzipiell schon skippen, weil es ist nicht mal ein 83er. Alles klar? So, weiter geht die ganze Chose. Deckenspots. Und da gehen wir jetzt, ob es ein Walkout ist oder eben keiner. Hier haben wir wieder diese Kameraperspektive. Das heißt, bei beiden sehen wir schon, dass wir im Endeffekt einen Boardspieler haben. Aber der Unterschied hier ist, zwei Lichter und kein einzelaufblinkendes Licht wie hier. Das heißt, hier habt ihr keinen Walkout. Ihr werdet gleich im Video nochmal sehen, es sind sehr viele aufblinkende Lichter, auch die orangenen. Wir werden das gleich nochmal pausieren und dann nochmal einzeln durchgehen. Wenn allerdings am Ende auf der linken Seite dann nochmal dieses orangene Lichtlein nochmal zwei, dreimal aufblinkt, nur das linke, nicht zwei Lichter oder sonst irgendwas, sondern nur ein einzelnes linkes Licht, dann könnt ihr sicher sein, ihr habt einen Walkout. Alles klar? Also das heißt, hier dran erkennt man schon direkt, ob man einen Walkout hat oder eben keinen. Jetzt auf Bildern ist es natürlich easy zu erkennen. Ihr werdet aber gleich sehen, in der Pack-Animation ist es alles einen kleinen Ticken schneller. Aber wie gesagt, es geht. Man muss sich halt einfach nur dran gewöhnen, wo man genau drauf achtet, wo man genau hinguckt. Bei den ersten Malen wird es vielleicht noch ein bisschen verwirrend sein, aber das kriegt man rein. Ich könnte mir, by the way, auch sehr gut vorstellen, dass wir während des Spiels dann noch andere Hinweise bekommen, die jetzt noch gar nicht entdeckt wurden, will ich mal sagen. Weil da gibt es so viele Lichteffekte an den Wänden, verlaufende Grafiken. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar noch was entdecken, wie man noch irgendwas erkennen kann. Dann gehen wir mal weiter hier. Man kann es auch an den Wänden erkennen, ob ein Board oder nicht. Jetzt sagen wir mal, ihr habt das mit dem Kamerawinkel. Da habt ihr gerade nicht aufgepasst. Und guckt dann gerade erst wieder hin und ja, könnt nicht mal so ganz auf den Kamerawinkel achten. Dann seht ihr es auch hier ran. Bei keinem Boardspieler werdet ihr hier neben dieser Lichtsäule die Wände kaum sehen. Weil diese Kein-Board-Kamera ist halt mehr reingezoomt. Bei der Board-Kamera bist du weiter draußen und dann kann man diese Spots an den Wänden erkennen. Diese Spots an den Wänden, da könnt ihr euch dann schon sicher sein, dass ihr ein Board habt. Das ist, ich will mal sagen, für euch dann noch eine weitere Bestätigung, dass es ein Board ist. Wenn ihr euch jetzt mit dem Kamerawinkel gerade nicht ganz sicher seid, ob der Kamerawinkel jetzt rangezoomt ist oder eben nicht, ist das dann noch eine weitere Bestätigung, dass es ein Boardspieler ist. Alles klar? So, jetzt gehen wir hier nochmal ganz kurz weiter. Funken. Funken ist auch noch so ein Teil. Und ich glaube, das ist aktuell der einzige Hinweis, der gefunden wurde, wie man es sehen kann, dass es eine Icon ist. Ich meine, wir kennen auch den weißen Kreis von der FIFA 19 Animation. Weißer Kreis war dann Icon. Da wurde ich manchmal getrollt von einem... Was war das dann? Silberspieler oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ihr seht es hier genauso. Nämlich an dem den Funken, die runterkommen. Ein Rare-Spieler, ganz normal, bei gelben Funken. Und eine Icon hat weiße Funken. Ich bin mir relativ sicher, dass du das bestimmt noch irgendwo anders erkennen kannst, ob es eine Icon ist. Aber ich sag mal so, diesen Funkenregen, den erkennt man ja relativ gut. Und wenn der weiß ist, jetzt hier auf den Bildern nicht zu gut zu erkennen, sorry wegen der Qualität. Aber wenn ihr dann in Full HD vor eurem Fernseher sitzt, dann werdet ihr, glaube ich, den Unterschied zwischen gelb und weiß ganz gut erkennen. Weil es ist relativ gut sichtbar. Alles klar? Also hieran kann man nochmal erkennen, ob es nur ein Cristiano Ronaldo ist, Kappa, oder vielleicht doch Mr. Zidane. Das könnt ihr daran dann nochmal erkennen, an der Farbe dieser Flares. So, jetzt gehen wir hier nochmal durch. Das ist nochmal hier der ganz normale Durchgang. Hier kann man, glaube ich, nicht mehr wirklich was erkennen. Hier startet dann, ich will mal sagen, der Board Walkout. Also, man geht ins Stadion. Das zum Beispiel ist Sancho, der ist kein Walkout, aber ein Boardspieler. Der ist ein 84er. Bestimmt gibt es auch hier noch irgendwelche kleinen Hinweise zu entdecken. Keine Ahnung, noch irgendwelche Hinweise hier, wie gesagt, an diesen LED-Wänden zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen, wir wissen ja schon, wie man alles erkennt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es noch mehr Hinweise gibt, um das sozusagen dann nochmal zu bestätigen. Hier in diesem Tunnel dann. Aber im Großen und Ganzen zeigt er dir die Länderflagge an, dann hier nochmal die Position, dann nochmal den Verein. Und im Endeffekt landest du im Stadion und da ist dann der Sancho. Wenn es jetzt ein Walkout wäre, dann würden wir hier im Endeffekt dann halt noch ein Rauslaufen sehen. Deswegen heißt es ja Walkout. Und jetzt wechseln wir mal aufs Video. Und da ist das Video.
Und was sehen wir als allererstes? Ganz genau. Wir sehen die gute alte Treppe. Und daher wissen wir jetzt schon, okay, es ist auf jeden Fall schon mal eine Rare-Karte. Das heißt, wir können weiter gucken. Dann gibt es hier noch Hinweise, die sich aber als falsch herausgestellt haben. Wenn die Tür sich öffnet, mal gucken, ob wir hier nochmal einen kleinen Ticken weiter nach hinten kommen. Ja, genau, hier, so diesen Spot hier. Es haben Leute gemeint, wenn diese Lichtstreifen hier die äußeren Linien überschreiten, wäre es Walkout etc. pp. Aber anscheinend sind diese Lichter einfach nur random. Das heißt, achtet nicht auf die Lichter. Hier achtet einfach nur, ob es Rare oder Non-Rare ist. Gut, haben wir drauf geachtet. Ist ein Rare, also gucken wir weiter. So. Und jetzt habt ihr das schon gesehen. Es fangen dann hier oben direkt die orangenen Lichter an zu flattern. Ganz viele. Guck, wenn wir hier nochmal einen Ticken zurückgehen. Startet hier mit den Lichtern außen. Geht dann hier einen nach innen weiter. Da, pup, pup. Und dann geht es hier nah an das Ding ran. Also hier erstmal pup, pup, pup. Die ganze Zeit hin und her. Und dann im Endeffekt enden wir in der Mitte. Wir enden in der Mitte. Und wir sehen dann ganz am Ende noch dieses einzelne Lichtlein blinken. Und das blinkt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt im Schnelldurchlauf sehen. Weil, wie gesagt, es geht schon sehr, sehr schnell. Das hat noch so circa zweimal aufgeblinkt. Aber ganz alleine. Ganz alleine. Bei einem ganz normalen Board blinken beide nebeneinander auf. Das heißt, da hast du nicht hier dieses eine vereinzelte Licht, sondern hast noch ein Licht hier daneben. Dann ist es kein Walkout. Aber wenn dieses eine Licht links oben aufblinkt, nochmal zwei, drei Mal, das erkennt man, denke ich mal, schon ganz gut. Ich meine, jetzt sagen wir mal, ihr wisst es, ganz sicher, zieht jetzt hier gerade euer Pack. Jetzt versucht mal extra nur da oben drauf zu achten. So, gucken wir uns jetzt an. Und pupp, da hast du dann oben gesehen, ah, okay, leuchtet einzeln. Jetzt gehen wir den kompletten Gang durch. Ist ein bisschen laut, maybe. Und da sehen wir hier Mr. Chesney. Dann sehen wir hier Mr. Chesney. Gucken wir uns die ganze Sache nochmal an. Also, wie gesagt, außen gucken, rare oder non-rare. Dann Kamerawinkel natürlich auch. Kamerawinkel habe ich jetzt gerade ein bisschen ignoriert. Kamerawinkel siehst du dann halt schon, wie gesagt, daran, dass es weiter rausgezoomt ist und nicht so weit reingezoomt ist. Da weißt du also auch schon mal, Board ist am Stissel. Und da oben an dem einzelnen Licht, was ich jetzt schon wieder geskippt habe, das geht schon, wie gesagt, sehr schnell. Aber wenn man das einmal drin hat, dann sollte man das eigentlich drauf haben. Und dann da oben dieses einzelne leuchtende Licht auf der linken Seite. Das sagt euch dann, yo, das ist nicht nur ein Board, sondern das ist ein Walkout, der sogar rausgelaufen kommt. Alles klar? Das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden. Wie gesagt, EA macht da, ich würde mal sagen, eine Wissenschaft raus, aber im Großen und Ganzen ist es sehr einfach zu verstehen. Wenn nicht, geht einfach nur mit die einzelnen Punkte durch. Ja, also, glatte Tür non-rare, Treppentür rare. Boardspieler erkennt man daran, wenn die Kamera weiter rausgezoomt ist. Kein Boardspieler, Kamera ist weiter drinnen. Nächster Punkt, Deckenspots. Zwei, kein Walkout. Einer am Ende, ein blinkender links oben, safer Walkout. Die Wände, Board Rare, erkennt ihr dann nochmal hier an diesen Flares an der Seite, an diesen Spots, Light Spots, will ich mal sagen. Bei keinem Board siehst du die Spots erstmal gar nicht, weil die Kamera weiter reingezoomt ist. Und dann natürlich noch die Icon mit weißen Flares und ein ganz normaler Rare-Spieler mit gelben Flares. Okay? Das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen. Relativ easy. Aber man muss sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen, dass man genau auf diese Punkte achtet. Ich meine, das hier ist noch das Einfachste. Weil ich meine, die Tür, den Eingang siehst du ganz am Anfang. Da weißt du schon mal, was Sache ist. Finde ich relativ nice, weil ich finde im Allgemeinen die Animation sehr geil. Ich weiß, einige Leute feiern das nicht. Für die einen ist es zu lang oder sonst irgendwas. Aber ich feiere die Animation absolut. Und ich finde es eigentlich auch ganz witzig, ja, dass es diese kleinen Hinweise so gibt. Ich meine, sonst gab es immer so einen großen Hinweis, will ich mal sagen. Mit hier gefülltem EA-Logo oder halt diesem Leck zum Beispiel. Aber das ist jetzt alles ein bisschen, ja, sind so Kleinigkeiten, will ich mal sagen. Also ich finde es relativ nice. Mal gucken, wie es dann ist, wenn man wirklich selber Packs zieht, viele Packs zieht. Ob das wirklich so im Auge bleibt, aber ich glaube schon. Wie gesagt, wenn der Mensch sich an was gewöhnt hat, dann achtet der einfach genau auf diese Punkte und merkt das dann insta. Da sagt der Körper dir dann sofort, ah, okay, Walkout. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht,
Fragt nochmal in den Kommentaren, aber das sollten die Infos zum aktuellen Stand sein. Ich wollte vor allem erstmal nur die Infos reinballern, die confirmed sind. Es gibt noch ein paar andere Infos, wie gesagt, hier mit irgendwelchen Lichtstreifen, die irgendwelche Linien überkreuzen oder sowas. Aber das wollte ich nicht mit reinmachen, weil ich da schon Beispiele gesehen habe, wo es eben nicht so war. Aber diese Tipps, die da jetzt standen jetzt sozusagen, die sind confirmed. Das heißt, ihr werdet zum Beispiel keinen Rare-Spieler finden, wo am Anfang diese Tür war. Alles klar? Okay, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nächstes Video, weiß noch nicht genau, was für eins, aber morgen wahrscheinlich wieder zwei. Beziehungsweise das Video könnte um 15 Uhr kommen, das heißt um 18 Uhr dann maybe noch ein Video. Okay, Schätzeleins, haut da rein. Macht es gut.